wenn man gerne etwas süßere Whiskys aus Schottland mag, dann kommt man irgendwann einmal fast zwangsläufig auch zur Destillerie Aberfeldy aus den schottischen Highlands. Die wurde 1896 gegründet und die steht jetzt im Besitz von Bacardi. Aberfeldy hat ein relativ breites Spektrum an Abfüllungen, teils in der Standard Range, teils auch Special Releases. Und einen dieser Special Releases, und zwar den Aberfeldy 15 Jahre alt, mit einem Finish in französischen Rotweinfässern, wollen wir uns heute anschauen, weil er über das Süße hinaus noch ein bisschen mehr bietet. Und zwar, das kann man dann gleich in der Nase feststellen, sehr viele Früchte, fast überwältigend viele Früchte hat die Nase, eher so rote Beeren, aber auch hier schon das Typische von Aberfeldy, nämlich diese Honigsüße, die der Whisky generell hat, egal in welcher Abfüllung Sie den kaufen. Sehr dicht hier, sehr angenehm, und im Gaumen kommt dann vor allem die Süße zu tragen, aber auch hier sind dann von diesem Rotweinfass-Finish ein paar Gartenfrüchte, rote Beeren dabei. Interessant ist es, dass er beim Abgang dann hinten etwas trockener wird, als man es eigentlich meinen möchte, und ein bisschen würziger. Aber nicht unangenehm, sondern das stammt wahrscheinlich von den französischen Eichenfässern, in denen der französische Rotwein vorher gelagert war. Das Ganze ist abgefüllt mit 43% und im Handel, wenn man ihn findet, kostet er so um die 65 bis 70 Euro. Also wenn man es süß mag und ein bisschen Fruchtiges dazu, dann ist das vielleicht ganz ein interessanter Whisky mal zum Probieren, falls Sie den nicht kennen, und von mir Ihnen damit auch ziemlich ans Herz gelegt. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und wie immer, Slunge!